Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal Krotus Computer. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Ich kenne den Hersteller zwar, aber ich dachte mir, ja komm, machen wir jetzt mal ein Video dazu. Und zwar über den Enthusiast Gaming PC Intel für 1800 Euro und wir starten auch direkt durch. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Erstmal zu dem Bild. Das Bild ist jetzt natürlich kein Fake. Die Lüfter sind da drin verbaut. Das ist das ganz normale Gehäusebild, was auch dasselbe Bild ist, was auf Geiz halt zu sehen ist. Deswegen können wir da glücklicherweise schon mal sagen, dass es kein Fake ist. Und das ist auch gut so. So sollte es meiner Meinung nach immer sein. Oder eben wirklich die richtigen Komponenten einbauen und das Bild dann auch zeigen, wie es dann wirklich aussieht. Also, alles in allem nichts falsch gemacht. Das Gehäuse ist in dem Fall ein Shakun TG5 Blau und das haben wir auch auf Geizhals gefunden. Hier ist es auch schon ein ganz normales Standardgehäuse wie jedes andere auch. Also es hat hier oben die normalen Anschlüsse, vorne drei Lüfter, eine Scheibe noch, an der Seite eine Scheibe. Hier genug Platz zum Einbauen für die Grafikkarte auch. Das ist wichtig bei solchen Gehäusen. Es gibt nämlich welche, die haben hier vorne noch zum Beispiel so ein Gitter für Festplatten oder ähnliches und dann kriegt ihr da Probleme mit der Länge der Grafikkarten. Hier allerdings kein Problem, packen wir für 54,99 € bei Notebooks billiger in den Warenkorb. Als Prozessor bekommen wir den Intel Core i5 11600K 6x3,90 GHz. Der ist ungefähr gleichzusetzen mit dem 5600er Ryzen. Hier ist da auch schon eine TDP von 125 Watt, ist natürlich hart für einen 6-Kerner, aber ist auch in Ordnung. Sobald der Lüfter da mitspielt, ist das schon okay. Ich sage nur, der Ryzen 5600 verbraucht weniger bzw. hat eine geringere TDP. Ja, auch nochmal ein kleiner Vergleich. Bevor ihr jetzt fragt, warum ich jetzt auf diesen Prozessor eingehe, ich bin bei Intel nicht so drin. Ich suche mir da immer Vergleichswerte raus bei AMD, weil ich da mehr im Thema bin. Und der liegt hier unten, der 11600K, und danach kommt der 5600er. Man muss dazu sagen, der 5600er ist auch teurer, ja. Also das ist ein Mittelklasse-Prozessor, 6 Kerne, das ist in Ordnung, zum Zocken reicht das. Den packen wir auch für 228 € bei Mindfactory so in den Warenkorb. Übertaktung haben wir in dem Fall keine, Übertaktung Stufe 1, was auch immer das ist. Ich gucke mir das jetzt nicht weiter an. Es ist einfach nicht dabei und dann ist gut. CPU-Kühler haben wir den Alpenföhn Brocken Eco. Hier ist er auch schon, hat eine TDP von 170 Watt. Das heißt, der Prozessor hat 125 Watt, der Lüfter hat 170 Watt, das reicht also völlig aus. Ich kenne die Qualität von Alpenföhn jetzt nicht, kann ich euch nichts zu sagen, habe ich noch nie verbaut. Ich bin ja mehr so Richtung Corsair, Be Quiet, ihr kennt mich ja. 32,73 € bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. Das Mainboard ist ein MSI Z590-A Pro, kostet bei Geizhals über Mindfactory 169 €. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier ist der M.2-Slot, hier kommt die Grafikkarte hin. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr hier unten noch über den erweitern. Ich weiß nicht, ob die Grafikkarte das eventuell verdeckt mit den Lüftern, ganz wichtig. Ihr habt dann noch einen M.2-Slot, ihr habt dann noch einen M.2-Slot, ihr könnt dann noch erweitern, zum Beispiel eine Capture-Karte oder ähnliches, hier eine USB-Karte, was ihr gerade möchtet. Von den Anschlüssen her haben wir USB-C 3.2, USB 3.1, einen Netzwerkanschluss, USB 2.0, 4x, USB 3.0 2x, DisplayPort und HDMI. In dem Fall könnt ihr das sogar benutzen, wenn, sagen wir jetzt mal, die Grafikkarte abraucht, hat der Prozessor eine integrierte Grafikeinheit, das heißt, ihr könnt darüber zur Not noch ein Bild ziehen, wenn ihr an eure Daten ran müsst oder ähnliches. P-2-Anschluss, dann habt ihr noch Mikrofon, Kopfhörer, Line-In und halt 7.1-Systemanschlüsse, falls ihr das als Home-Theater oder ähnliches nutzen wollt. An und für sich ein gutes Board, mir gefällt das Design nicht. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich mag dieses ganze Gestrichelgebummel da nicht, aber das müsst ihr selber wissen. Ihr seht es ja hinterher durch die Scheibe. Packen wir auch so in den Warenkorb. Zu dem Chipsatz sei noch gesagt, das ist ein aktueller Chipsatz. Hier haben wir die ganzen Chipsätze, die genau für diesen Sockel passen. Hier oben ist das Z590, danach käme nur noch das W580. Ist auch übertaktbar, passt, ist soweit in Ordnung. Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 3000 MHz Dual Chanel RAM. Wir kriegen Chanel RAM. Nein, Quatsch, das ist natürlich ein Schreibfehler, aber ist ja kein Problem. Ich weiß, dass es der G-Skill Aegis ist, beziehungsweise G-Skill. Weil das hier unten in der Info auch so angegeben wird und ich gehe ganz stark davon aus, dass es der G-Skill Aegis ist. Ich sage es auch jetzt wie immer in jedem Video, ich halte von diesem RAM nichts. Es können auch die Ripshaws sein. Jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber ich halte vom Aegis nichts, weil ich den schon zweimal bestellt habe, zweimal war er defekt und ein Kollege kam jetzt vor kurzem auch, wollte einen Rechner reparieren lassen, das war kaputt, der RAM. So ist es halt. Hier haben wir ihn auch schon, G-Skill Aegis DIMMKit 16 GB DDR4 3000. Dazu sei es noch gesagt, der Prozessor verträgt 3200. Nein, das gönnen sie euch nicht, obwohl es ungefähr dasselbe kostet. Sie packen euch 3000er da rein.
Das werdet ihr jetzt von der Geschwindigkeit nicht sonderlich merken. Ich wollte es nur angemerkt haben, dass die hier nicht die volle Leistung ausschöpfen. Kostet 71,90 € bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 6700 XT 12 GB. Ja, da könnt ihr jetzt alles kriegen. Es steht kein spezieller Hersteller. Ich habe die komplette Seite hier durchgeguckt. Ich habe keinen Hersteller gefunden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich nehme jetzt eine normale RX 6700 XT. Hier ist auch eine von Asus, die nehmen wir jetzt mit Dual-Fan. Es gibt auch welche mit drei Lüftern. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr kriegt. Packen wir für 728 € über eBay in den Einkaufswagen. Dazu sei noch gesagt, dass die Grafikkarte mit einem AMD-Prozessor aus der 5000er-Reihe, teilweise auch aus der 3000er-Reihe, besser harmonieren würde. Es gibt diese Smart Access Memory von AMD. Da könnte man noch mehr Leistung rausholen. Das ist jetzt in dem Fall leider nicht möglich, weil es halt ein Intel-Prozessor ist. Aber sie haben es so konfiguriert, deswegen machen wir das jetzt auch so. Als SSD-Festplatte haben wir eine Crucial P1 500 GB PCI Express SSD. 500 GB sind erstmal ausreichend. Ich hätte mir jetzt 1 TB gewünscht, aber mit 500 GB Windows installieren, Treiber, Software, Programme, teilweise auch Spiele. Ihr könnt da ein, zwei Spiele, je nachdem welche, natürlich drauf installieren. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 1900 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 950 MB die Sekunde. Die ist ein bisschen langsamer als die P2, aber sie reicht völlig aus erstmal. Kostet 50 € bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. HDD-Festplatte haben wir hier noch eine Toshiba 1 TB HDD. Das wird wie immer die Toshiba P300 sein. Die kennt ihr ja schon, 1 TB hatten wir schon öfters in den Systemen. 32 € bei Mindfactory packen wir auch so in den Warenkorb. Reicht zum Auslagern der Spiele und Dateien natürlich aus. Ihr müsst nur wissen, es macht einen Unterschied, wenn ihr jetzt ein Spiel auf einer M.2 SSD PCI Express installiert oder eben auf einer 1 TB HDD, dass die Ladezeiten auf der HDD natürlich länger sind. Das merkt man in einigen Spielen schon. Das macht jetzt keine Einbrüche bei FPS oder ähnliches. Es geht nur um die reinen Ladezeiten. Einen zusätzlichen Lüfter haben wir nicht. Als Netzteil haben wir ein BeQuiet PurePower 11500 Watt. Hier ist es auch schon immerhin ein Markennetzteil. 500 Watt finde ich sehr... das ist schon nicht mehr angemessen. Das ist schon hart an der Grenze. Es ist ein Goldnetzteil. Das ist in Ordnung. Nur 500 Watt ist wirklich sehr wenig. Wenn ihr da irgendwann mal erweitern wollt, für das System reicht es vielleicht gerade so. Wenn ihr irgendwann erweitern wollt, sagen wir, ihr wollt irgendwann eine 3080 Ti oder ähnliches einbauen, dann braucht ihr ein neues Netzteil. Ganz klare Sache. Kostet 61,39 € bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. Laufwerk haben wir natürlich nicht. WLAN haben wir in dem Fall auch nicht. Beleuchtung ist auch ohne. Ja gut, das ist einfach nur die Hardwarebeleuchtung, die halt da ist. Von der Grafikkarte eventuell, das war es dann aber auch. Soundkarte ist natürlich integriert auf dem Mainboard. Kartenleser haben wir auch nicht mit dabei. Kann man natürlich alles dazu konfigurieren, alles was ich jetzt zeige. Aber es ist jetzt so in dieser Konstellation nicht dabei. Den Virenschutz gibt es auch nicht mit dabei. Da könnt ihr auch getrost drauf verzichten. Der Windows Defender macht einen sehr guten Job. Office ist auch nicht mit dabei. Da empfehle ich euch persönlich vielleicht OpenOffice oder ähnliches zu nehmen. Wenn ihr jetzt natürlich mit der Uni irgendwelche Dokumente teilt und so, da braucht ihr schon das Originale. OpenOffice kann zwar die Dateien lesen, aber da gibt es immer mal wieder ein paar Kompatibilitätsprobleme. Deswegen, dann könnt ihr zum Originalen greifen. Und Windows 10 Testversion. Immerhin ist es installiert, kann man jetzt sagen. Hoffentlich ohne Bloatware, also irgendwelche Sachen, die Werbung darauf machen oder ähnliches. Ein Windows bekommt ihr natürlich, wie ihr jetzt eben in dem Einspieler gesehen habt, bei mir jetzt für 14 € bei meinen Partner CDK Deals. Ansonsten müsstet ihr hier noch 50 € dazu bezahlen. Aber wir lassen es weg, weil es halt einfach nicht dabei ist. Und da wären wir auch schon. Hier haben wir die Toshiba P300. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das MSI-Board, Alpenföhn, Shakun TG5-Gehäuse und das BeQuiet PurePower 11500 Watt. Da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1.428,99 €. Das System soll kosten 1.800 €. Soll ich das so machen wie im letzten Video? Ich lasse den Preis einfach so stehen und ihr macht euch selber Gedanken darüber. Selbst wenn ihr diese Komponenten bei Mindfactory aktuell zusammenstellt und ihr so 150 € im Falle, ihr habt kein BeQuiet-Gehäuse, ja? Aber diese 150 € bezahlen würdet, wärt ihr immer noch günstiger. Deutlich günstiger. Also, es ist viel zu teuer, das System. Und ich finde es schade, dass sie den Intel-Prozessor genommen haben, weil die Grafikkarte von einem AMD-Prozessor profitieren würde. Ich bin jetzt kein AMD-Fanboy. Ich stehe nur mehr hinter AMD, weil ich immer sage, zum Beispiel der Sockel AM4, der hält sich jetzt schon seit 5 Generationen, also die 1000er, 2000er, 3000er, 4000er, 5000er Reihe, fressen alle AM4-Sockel. Und Intel wechselt ja gefühlt alle 2 Jahre die Sockel. Das heißt, wenn ihr später mal irgendwie aufrüsten wollt, habt ihr vielleicht Pech. Die nächste Generation könnt ihr noch mitnehmen. Und danach müsst ihr schon wieder ein neues Mainboard kaufen. Und in dem Fall, dieses System ist auch nicht zukunftstauglich, was jetzt die Erweiterbarkeit angeht. Zum Beispiel das Netzteil mit seinen 500 Watt. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht viel. Also sagt ihr irgendwann, die Leistung reicht mir nicht, ich nehme eine stärkere Grafikkarte, dann müsst ihr das Netzteil austauschen.
Ihr könnt es natürlich auch hier direkt nachkonfigurieren, dann wird es nur wieder teurer. Das will ich euch so gesagt haben. Über den RAM brauchen wir nicht zu sprechen. Meine persönliche Meinung. Können sich jetzt die Leute wieder in der Kommentarsektion die Köpfe drüber zerbrechen und zerfetzen. Das ist mir relativ egal. Das ist meine Meinung. Der war kaputt, der geht zurück und den kaufe ich nie wieder. So ist es halt. Ich würde Corsair nehmen. Von mir aus auch Kingston. Irgendwas, was euch beliebt. Also alles in allem, dieses System werde ich nicht empfehlen. Wenn ihr möchtet, werde ich noch weitere Computer hier auseinandernehmen, Anführungsstrichen, bei Krotos. Das soll übrigens ein High-End-Gamer-PC sein. Das ist einfach nur stinknormale Mittelklasse. Es ist ein 6-Kerner mit einer 6700 XT. Das ist nicht High-End. Weiß Gott nicht, nein. Vor allen Dingen nicht mit einer 500 GB-Festplatte. Das ist, wenn man High-End kauft, hat man schon so 1-2 Terabyte an SSD-Speicher. Das habe ich bisher bei dem System so gesehen. Bei dem ist es halt nicht so. Also lasst die Finger davon, sage ich euch. Das war's dann mit diesem System. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.